Kann ich hier irgendwie raus? Ne, anscheinend nicht. Leiter oder sowas? Ein Hinterausgang? Ich wusste, ich bin doch irgendwie gefangen hier drin jetzt. Muss ich jetzt mal gucken, wie ich hier rauskomme. Das war jetzt blöd. Was kann das denn hier? Ach so, Moment, da. Ich werfe dir das so oft an den Kopf, bis du tot bist. Naja, der Schnimmel war dich halt. So, wo sind die Chemikalien? Die wollte ich jetzt nicht für einen opfern. Da passiert garantiert irgendwas Spannendes. La 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 la. La la la. Du, du, du. Los, kannst du schneller rennen? Nee. Kommt da jetzt eh nicht raus. Da wollen wir noch mal gucken. Da steht er immer noch auf. Oh, Moment. La. Weiter geht's. Oh. Ich glaube, da wird gerade jemand wach. Oh, kann auch sein, dass nicht. Yeah. Einmal kaputt machen später. Wow, smash it. Hört sich so aus. Kommt hier einer? Ist hier irgendwo einer? Ja, Hilfe. Hört sich irgendwie so an. Aber ich sehe ihn. Das finde ich mal etwas beängstigend. Ah, da kommt einer. Oh. Und da ist meine Tochter wach. Tja, Leute, an der Stelle muss ich jetzt leider erstmal einen Cut machen. Ich gehe mal eben kurz rein, gucken, was hier geht. Oh, Hilfe. Okay, den versuchen wir eben noch mal kurz platt zu machen, bevor hier alle Stricke reißen. Vielleicht klappt's ja. Schmeißen wir eben noch ein paar Chemikalien an den Kopf. Und gucken dann, was passiert. Ah, Hilfe! Neben, neben. Schnell. Hilfe! Ah, na toll, jetzt bin ich direkt tot. Vielleicht habe ich ja noch ein paar Minuten, eben noch den Typen platt zu machen. Gehen wir mal eben rein. Kurz gucken. Meine Chemikalien, da sind sie. Schnell hin. Alter! Hat er mich weggeworfen. Ah, ja, ich komme. Ah, ich gehe raus. Ich hab Angst. So, Leute, erstmal einen Cut an der Stelle. Ihr hört das Rufen. Ich sag mal erstmal bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Zombie-Egg. So, Leute, weiter geht's nach einer kurzen Unterbrechung von, weiß ich nicht, keine Ahnung, 2-3 Tagen oder so. Ja, wir hatten ja hier aufgehört, oder vielmehr für euch ist es ja irgendwo ein kompletter Übergang. Jetzt müssen wir hier unser Schätzchen hier nochmal töten. Ich hab den gerade schon mal ein bisschen angekratzt. Gut. Haben wir es geschafft.
Komm, jetzt lass uns wenigstens noch ein bisschen Kohle übrig. Gar nichts dabei? Scheiß aber auch. Nehmen wir jetzt eine Aufzeichnung. Okay. We hit some kind of animal and the car careened off the road and down an embankment. Through the trees. The driver, my driver, is badly hurt. I think his leg is broken. Wait, wait. I'm hearing something else too. What the fuck is that? Something's coming. God, it's something big. Oh my God. It's an orangutan. Oh fuck. Guys, Jesus Christ. It's infected. It's the animal we hit. It should be dead. Why the fuck isn't it? Irgendwie bin ich mir nicht ganz sicher, was man mit diesen Chemikalien machen kann. Okay. Körperschmerz-Mod. Aha. Eine Sicherung, juhu. Molotow. Ja, da sind wir ja schon fast wieder gut ausgestattet. Take it to the generator. Go. Down the hill. Bleib liegen, Penner. Was seid ihr denn? Stehen die alle auf oder was? Passt mir ja überhaupt nicht, nee. Geld her. Ihr habt mir schon so viel Geld gekostet. Ah, wow. Ey, Stricher. Nee, ist eine Torte. Eine hässliche Torte. Nehmen wir doch mal die... Mal der nächste. Tja. Das war mal ein Home Run. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, was man mit diesen Chemikalien jetzt hier machen kann. Ich habe vorhin mal drauf versucht, drauf zu schießen. Hat irgendwie nicht geklappt. Naja, gucken wir mal weiter. Mal hier so eine Ecke. Gucken, was hier so Tolles gibt. Lalalala. Ich weiß, ich laufe gerade in die falsche Richtung, aber wollen wir hier so eine Ecke luken. Hier ist ja gar nichts. Schmeißen wir die jetzt erstmal dahin. Irgendwie ich das Gefühl, da bringt eh nichts. Vielleicht könnt ihr mir ja mal Tipps geben, wofür die Chemikalien sein sollen. Oh, ein kaputtes Auto. Oh, was ist das denn? Oh, Energy! Ist ja toll, dass hier einer eine Kiste mit Versorgungszeugs gelassen hat. Finde ich super. So, dann gehen wir jetzt erstmal da lang. Im Übrigen, ich kann den Baseballschläger nur empfehlen, ja, mit Stacheldraht und so weiter. Ist eigentlich höchst effektiv. Aber ich nehme jetzt mal eben Knarre. Und nehmen wir die Wumme. Kurz gucken, was gibt es denn hier Schönes? Kann man da irgendwo rein? Nee. So ein bisschen durchsuchen hier die ganze Geschichte. Kann man auch nicht rein. Was da? Ah, das wäre irgend so ein Rohr. Hier hängen überall Rohre. Ich meine, was will ich mit irgendwie kaputten Rohren? Kann ich eh nicht verwenden. Aber vielmehr könnte ich schon verwenden, aber die sind nicht stark genug. Also hier ist auf jeden Fall nichts Tolles. Dann geht's erstmal wieder weiter. Treppe runter. Hier. Genießt die schöne Aussicht. Wie gesagt, grafisch echt toll gemacht, das Spiel. Spielspaß ist auch gegeben. Definitiv. Also nur zu empfehlen. Ja, was nehmen wir denn da? Nehmen wir da einen Molotow. Wow. 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 Ha, schnipp, schnapp, rüber ab. Haha, das war mal ein guter Schlag. Tja, legt euch nicht mit mir an.
Nicht umsonst bin ich Zombie-Ex. Tja, wollen wir doch mal gucken. Hat sich hier irgendjemand versteckt? Nein. Ah, Sicherung ersetzen. Habe ich jetzt eine neue reingemacht? Ja, ich glaube. Bauplan Tesla. So. Ich brauche im Übrigen mal wieder hier Werkbank. Da! Das trifft sich ja gut. $3000. So, reparieren. Ganz wichtig. Die Bolo-Machete, die müssen wir auf jeden Fall reparieren. Die ist nämlich toll. So, upgraden. Wo ist denn hier unser brutales Fleischermesser? Das kann man upgraden. Das ist gut. Und super upgegradet. So, jetzt gucken wir mal hier modifizieren. Bauplan Betäubungsschlag? Nee. Was ist denn Bauplan Tesla? Was braucht man da alles? 3x Klebeband, 3x Draht. Aha. Mhm. Schaff deinen Arsch ab jetzt. Ja, ich freue mich. Gucken wir doch mal. Na, irgendwie lohnt sich das ja nicht, aber... Das macht Spaß! 1000 Teile. Wo ist denn meine Bolo-Machete? Muss man hier Bolo-Machete? Ah, muss ich mich noch mit ausstatten. Nichts gegen meine Bolo-Machete. Er hat gesagt, ich soll meinen Arsch da rumschaffen. Das ist doch gar keiner. Doch, da ist einer. Ey, Wichser. Ich hasse dich. Mein Gott, einen so einen Infizierten. Sind hier noch mehr? Nö. Irgendwie nicht. Augenblick zumindest. Ah, vielleicht kriegen wir hier noch ein bisschen Spaß. Cool. Da ist ja einer. Zack. Und rüber. Hat er was dabei? Nö. Muss ja nur immer gut zielen können. Ey, da sind ja wieder neue. Hat er was dabei? Nö. Ach. Komm, du Wahnsinniger. Ein Schlag und weg. So, hat noch einer Fragen? Nö, dann gehen wir mal weiter. Ein Sonntagsspaziergang. Na, ihr hässlichen Typen. Oh, das ist ja ein richtig hässlicher Typ. Wow, Hilfe. Der kotzt einen immer so gerne an. Wow, shit. Fuck, diese gasigen Typen. Können einen schnell erledigen. Aber, Moment, völlig egal. Weiter geht's. Wow.
Wow, in der Kurve! Alle gemacht? Nö. Nicht wirklich. Hallo? Yeah, ein Upgrade verfügbar! Drücke U. Okay. Was gibt's denn hier? Raserei. Was ist das? Verringert Menge an Wut zur Aktivierung von Raserei. Aha. Feine Beschützer in Brand zu setzen. Zusätzliche Wut. Ah, das ist doof. Kampf. Gucken wir mal hier. Kampf. Was hat erhöht die schutzkritische Treffer an Feuerwaffen? Was ist das hier? Verringert Nachladezeit. Erhöht Schaden. Modifizieren. Ah! Ja, diese Fähigkeit will ich haben. So, jetzt müssen wir noch den Typen hier alle machen. Von hinten sind die immer leicht zu erledigen. Von vorne weniger. Also stellt euch immer am besten von hinten an diese großen Wasserleichen. Weil. So, wenn die einen ankotzen, dann ist vorbei. Es gibt immer hässliche Flecken. Dumm, dumm. Da laufen wir jetzt erstmal zurück. Freuen uns, dass wir noch leben. Ich meine, hätte das irgendjemand in Frage gestellt? Nein. Leider. Ah, der hat immer noch Geld. Okay. Geld. Ich finde das gut. Einfach nur Geld einsammeln. Und Geld. Und Batterie und sonst was für ein Kram. Man sollte diese Tür schließen. Thank you. Seriously. You may have just saved us all. Hey. If you need shells for the shotgun, please help yourselves. Talk to Dr. West.